Servus, liebe Begleiter und hallo mal wieder aus dem heißen Bulgarien. Ja, alte Obstbäume verjüngen, Teil 2. Ich habe euch beim ersten Mal gezeigt, das war im Mai, Ende Mai, wie radikal wir die Bäume geschnitten haben und dementsprechend kamen auch Kommentare darauf und die gingen von sehr hilfreiches Video, Dankeschön dafür, bis zu alles falsch gemacht. Internet halt, ist halt so. Ich habe ja auch kein Patent da drauf. Ich zeige euch einfach nur, wie sich die Bäume entwickeln nach diesen drastischen Schnitten. Und da sind wir jetzt dabei. Wir sind jetzt Anfang 8 und schauen uns die Bäume einfach nochmal zusammen an, wie die darauf reagiert haben. Und da muss ich mich gleich schon mal bedanken. Ein Kommentar hat gesagt, das, was ihr da habt, sind keine Mirabellen, das sind Wildpflaumen. Okay, sind es halt Wildpflaumen. Wir ernten sie eh nicht ab und von daher ist es uns wurscht, aber ganz drauf verzichten wollen wir auch nicht. Und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, wie der Baum da drauf reagiert hat. Da oben hängen auch ein paar Früchte. Was wir aber auf jeden Fall haben und was ich auch provozieren wollte, sind jede Menge neue Austriebe, wie hier unten zum Beispiel. Ja, der hat aus dem alten Holz raus, hat er komplett neue Triebe, junge Triebe rausgezogen. Das heißt, im Umkehrschluss, ich könnte hier diesen alten Stock noch viel weiter zurücknehmen und diese jungen Triebe weiter kultivieren und weiter ziehen, wie ich sie haben möchte. Und das ist im Prinzip am ganzen Baum passiert. Ihr seht es hier. Hier unten hat er einen Austrieb gemacht. Da hat er einen Austrieb gemacht. Gut, der wächst natürlich jetzt steil nach oben. Müsste man lenken, wenn man den behalten möchte. Ich werde jetzt an dem noch nicht viel rumschneiden. Diesen Ast wird er auf jeden Fall noch verlieren und wir sind hier, habe ich ganz vergessen, nochmal zu erwähnen, wir sind hier in unserem Wildbereich, wo im Prinzip alles wachsen darf. Also der gehört rein den Tieren. Das ist die letzte Ecke vom Grundstück und deswegen schaut es auch hier vogelwild aus. Ich hätte vorher natürlich mähen können, einmal mit der Sense durchgehen können, mache ich aber nicht. Ihr dürft es ruhig sehen, wie es auch hier mal aussieht und glaubt mir, hier ist schwer was los. Was hier an Viechern unterwegs ist, schaut euch die Stockrosen da drüben an. Es ist der Wahnsinn. Also hier wumselt es ohne Ende. Und da hinten ist Ich auch habe da noch. gerade noch was an meinem Bein. Ja, ist jetzt keine Wildblume, ist eine Dahlia, die versucht sich da durchzukämpfen. Und da drüben haben wir auch noch eine von den Wildpflaumen, diesmal sage ich es richtig. Und die habt ihr beim letzten Mal ja auch gesehen. Und die werde ich auch wieder drastisch zurückschneiden. Aber da muss ich auf die Leiter und Zeug. Das machen wir jetzt in diesem Video auch nicht. Aber das werdet ihr auch nachher sehen. Gut, also die Reaktion von diesem Baum habt ihr gesehen. Also ich könnte ihn jetzt natürlich nochmal einkürzen. Mache ich aber nicht. So. Gehen wir hier mal weiter. Ich hoffe, mir springt hier keine Eidechse oder irgendein Vieh über den Fuß. Der Apfelbaum, genauso. Wilde Austriebe. Der muss auf jeden Fall natürlich nochmal drastisch nachgeschnitten werden. Also das ist A viel zu viel und B. Gibt es überhaupt ein B? Nö, gibt es eigentlich nicht. Das ist viel zu viel. Der Baum ist praktisch explodiert aus dem alten Holz raus. Überall neue Austriebe. Aus jeder Ecke und Spalte hat der neue Triebe gemacht. Den müssen wir auf jeden Fall dann einreduzieren. Gut, das ist eh hier kompletter Schwachsinn hier, was da wächst. Aber ja, nehme ich mal einfach weg. Oh, schafft ihr? Oh, ich glaube, da muss ich was. Dickere haben. Gut, aber wie gesagt, ich glaube, Angst braucht man nicht haben, wenn man
Hier auch den weg. Angst muss man nicht haben, wenn man alte Bäume zurückschneidet, dass da nur ein toter Stumpen stehen bleibt. Die Option war ja immer Pflegeschnitt auf Graskante, sprich komplett runtersägen. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal, wenn wir diesen drastischen Schritt gehen und die Bäume zurücknehmen, was passiert? Abschneiden können wir immer noch. Und ja, also bislang muss ich ganz ehrlich sagen, sicherlich viel Arbeit, viel Pflegearbeit. Man muss schauen, dass man die gebändigt bekommt, diese ganze Wuchskraft, die der Baum entwickelt. Aber selbst aus dem untersten Stumpf, wenn ihr hier mal rankommen könnt, hier aus dem uralten Holz hat sich ein Mördertrieb rausentwickelt, der hier steht. Und den könnte ich jetzt rüberführen und könnte im Prinzip ja hingehen und sagen, okay, paar Zentimeter darüber schneide ich das Ding nochmal ab und entwickle mir wirklich aus dem kompletten Stamm einen neuen Baum. Ja, ebenso geht es im Prinzip. Hatte ich gesagt, dass ein Apfelbaum ist? Ja. Und ebenso geht es dem Apfelbaum hier, weil der war ja komplett rübergewachsen, nur auf die eine Seite. Ja, und auch der hat nicht anders reagiert. Treibt aus wie ein Geisteskranker und macht Triebe ohne Ende. Also das hier ist natürlich alles Quatsch. Kann auf jeden Fall weg. Machen wir einfach mal spaßeshalber, Entschuldigung, einen Schnitt. Ne? Ich gönn mir mal. Ja, der kommt voll aus der Mitte raus. Sowas braucht auch keiner. Ja, und so werden nach und nach auch die Äste geschnitten, was ich machen werde. Ich lasse ein Stückchen stehen hier. Schaut jetzt im Moment nicht schön aus, aber dann kann er noch ein bisschen zurücktrocknen. Und ja, dann kann ich zur Sicherheit immer hingehen und zum Beispiel den hier jetzt nehmen. Macht es auch. Der hat hier jetzt ein Blatt und sollte hier weiter rauswachsen. Wenn der nicht funktioniert, funktioniert der. Und dann habe ich die Seite schon versorgt. Der Rest, der hier wächst, ist alles Käse. Kann auf jeden Fall weg. Na, komm her. Ja, und so kann man hier einreduzieren. Und was weiß ich, den hier auch. Zack, geht wieder das letzte Blatt nach außen. Bisschen zurücksterben kann er. Der würde nach außen weiter wachsen. Und so kann man jeden einzelnen Ast durchkultivieren. Kann sagen, will ich den überhaupt? Kann ich den gebrauchen? Oder auch nicht? Und dann kommt er halt weg. Aber habt da keine Angst. Wir haben da hinten, wenn du mal rüber filmen kannst. Ich weiß nicht, ob du den von hier... vielleicht siehst du den von hier aus besser. Komm mal rüber. Ja, ist so leicht. Die hängen da in einem... Ja, komm mal her. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ja, komm. Michel. Komm zum Papa. Hast du ihn hängen? Schau mal darüber. Da haben wir einen ewig alten Apfelbaum. Total verschossen. Total nach oben rausgewachsen. Jede Menge tote Äste. Und der wird auch eingekürzt. Der macht nämlich jetzt schon freiwillig. Dadurch, dass er oben merkt, ich sterbe, macht er unten exakt dasselbe, was dieser Baum hier auch macht. Er treibt unten aus dem alten Holz überall wieder aus. Hier, ganz junger Trieb, könnt ihr euch anschauen. Also ein Apfelbaum dürfte überhaupt kein Problem sein, den zu verjüngen. Und hier haben wir unser letztes Opfer. Wir mussten gerade einen kurzen Cut machen, weil ich hier noch ein bisschen was freischneiden musste, damit man den überhaupt vernünftig sehen kann. Das ist der Birnbaum. Und man soll sich meinen, der Birnbaum sieht im Moment eher aus wie eine Trauerweide. Ja, der hat relativ viele oder fast nur Äste nach unten gemacht. Die werde ich ihm natürlich auch nehmen müssen. Aber ein paar gehen auch nach oben und es wird auch schon reichen.
Ich muss mal schauen. Einige Waagerechte auch entsprechend schneiden, damit der Baum wieder eine Krone entwickelt. Ja, ziemlich lustige Geschichte, wie die Bäume so auf diese drastischen Schnittmaßnahmen reagieren. Ich zeige euch den nochmal von der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse am besten sind. Aber auch der ist immer noch vital. Dem geht es immer noch gut. Da ist immer noch voll Leben drin. Ganz im Gegenteil zu diesem Koloss hier. Weil bei dem ist gar nichts mehr los. Ich denke mal, der wird auch stehen bleiben dürfen. Aber der wird ungefähr auf 2 Meter Höhe alle Äste verlieren dürfen. Den lassen wir einfach als Stumpf stehen. Muss mal gucken. Vielleicht baue ich da irgendwann mal was oben drauf. Weiß ich noch nicht genau. Ja, aber die Birne gibt auch nicht auf. Wächst auch trotzdem weiter. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Geschichte sich nach dem Schnitt verhält. Also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr nochmal zurückschneiden. Ob ich es jetzt im August mache, glaube ich noch nicht. Ein bisschen später vielleicht. Aber ich wollte euch die Weiterentwicklung der Bäume zeigen. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über den Daumen und auch über eure Kommentare. Also ihr dürft da auch gerne eure Meinung sagen. Überhaupt kein Problem, ob positiv oder negativ, weil wir sind da keine Profis. Wir zeigen halt nur, was wir machen und was dabei rauskommt. Und ihr könnt es verfolgen und könnt eure eigenen Schlüsse daraus ziehen, ob man das nachmachen sollte oder vielleicht doch lieber nicht. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf euch.